Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück zu Let's Play Duke Nukem 3D. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben vor dieser Häuserruine, die wir selbst in die Luft gesprengt haben. Ich habe die Glitches leider immer noch nicht beheben können. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wie dem auch sei. Gut, wir wollten hier reinschauen und uns mal ein bisschen umsehen. Also, dann springen wir mal hier rein. So. Ja, irgendwas fliegt über uns hinweg. Da ist eine goldene Keycard, die wir brauchen, aber ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen. Na, Kanaldeckel. Bam! Sehr schön. Da können wir jetzt rein. Ich sollte lieber hier mal. So. Dahinter wartet der erste Octabrain auf uns. Ein eigentlich ziemlich gefährlicher Gegner, wenn er nicht so langsam wäre. Also Vorsicht. Hi. Wir machen auch ziemlich horrende Sounds. Gut, dann wollen wir nach oben. Hi. So, einmal und... Ja, das war's. Was haben wir denn hier alles? Nichts Neues. Oh, Night Vision Goggles. Nachtsichtgerät. Wo kommen wir denn hier raus? Anscheinend nirgendwo. Hm. Okay. Kann man hier vielleicht... Keine Ahnung. Ach, ich habe nur noch 3 Stück. Dann machen wir das damit. Ah, es... Nein, es hat nicht funktioniert. Na gut. Dann müssen wir auf dem anderen Weg hoch. Oh, da hinten sind Pipe-Bombs. Jetzt wieder die Schrotflinte genommen. So, im Inventar rumschauen. Jetpack. Und hoch da. Und wir sind wieder hier. Gut. Wir möchten ja hier rein. Unlocked. Was erwartet uns jetzt dahinter? Natürlich ein Schwein. Und noch eins. Du blöde Sau. So. Und so. Come get some. Sind hier noch welche? Ja. Bam. Dich auch noch. Und wir gehen hier durch. Warum? Weil es cool ist. So. Hätten wir jetzt unter 100 Leben, kann man zum Beispiel durch Toiletten gehen, seine Lebensenergie wieder auffüllen. Ja, am Telefon wartet keiner auf uns. Hier gibt es nichts. Billard. Oh, wir haben blutige Fußabdrücke. Was wartet denn hier auf uns? Keine Ahnung. Schrott. Na? Einmal. So. Haben wir mal 2. Hi. Ah, noch einer. Gut. So, ich... schlecht. Hi. Lauter Schweine. So, haben die irgendwie Munition abgelassen? Leider nicht sonderlich viel. Muss ich wohl auf die Chain Gun Cannon umsteigen? Na? Shake it, baby. You wanna dance? Genau. Das könnte ich später auch noch mit einigen leichter bekleideten Damen machen. Möchte ich aber nicht, da ich mit YouTube hier nicht in Konflikt geraten will. So. Hi. Einmal. Und? Natürlich kommen hier noch welche. Ganz. So. Jetzt habe ich noch 12 Schuss dafür. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet, oder? So. Dann haben wir das. Oh, hier seht ihr? Die leichter bekleideten Damen. Was schießt denn? Ach, da schießt er uns. So, jetzt könnten wir mal wieder die hier nehmen. So. Wir könnten ihnen jetzt auch Geld anbieten und sie würden... Ja gut, wie man es halt für solche Grafik machen kann, die Hüllen fallen lassen. Nicht sonderlich erotisch, aber es passt schön zum Spieldesign. Oh, ich hatte noch so wenig Leben. Oh, und wir gehen natürlich im Inventar. Das habe ich auch in Duke Nukem Forever etwas vermisst. So ein komplett freies Inventar, das man über die Level mitziehen kann. So, wir wollen hier hoch. Nein, ach, ich muss die Maus... Nee. So. Und komm, ich will da rein. Na? Weiter geht's. Hier haben wir eine Pipe Bomb und die nicht zu un... Weil hier geht's ab, um es mal freundlich zu sagen. Na, dich kriege ich auch noch. Hehe.
Gut. Warten hier noch welche auf uns? Hier nicht, hier nicht. Waren wir überall schon? Sehr fein. Dann schauen wir mal weiter. Oh, da ist noch ein Übersehener. Komm her, du Schwein. So, machen wir auf hier. Oh, oh, oh. Einer. Und da warten. Wir dürfen auch die Damen, wenn es geht. Na komm. So. Wir dürfen die Damen nicht erlegen. Denn. Na komm. So. Denn dann bestraft uns das Spiel, indem es Octabrains herteleportiert. So. Dann mal so. Nehmen wir mal die härteren Geschütze. Na komm. Ja, holy shit, du. Noch einer? Was war das jetzt? So. Ich werde das Spiel jetzt speichern und ihr werdet dann auch gleich sehen, warum. Save LP1. Tschüss. Hier ist das Ende. Oh. Offenbar nicht. Gut, wir wurden offenbar gefangen genommen. Ja, ich habe 11 Minuten gebraucht anscheinend. Egal. Also ich gebe da jetzt nicht viel drauf, da durchzurennen. Gibt viel zu viele Kleinigkeiten zu denken. So, wir landen jetzt auf dem elektrischen Stuhl. Ich bin froh, dass ich das jetzt schon weiß, sonst würde ich hier ziemlich schlecht aussehen. Ready? Und vor. So, habt ihr gesehen? Da drauf waren wir, jetzt habe ich nur noch 78 Leben. Escape. Speichern LP2. Jetzt wird es knifflig, denn ich habe nur meinen Mighty Foot. Okay. Und ich muss ihn irgendwie... Ah. Komm, stirb, stirb! Gott sei Dank. Ist hier irgendwas? Ja, Waffe und Munition. Gut, da sind Gegner. Da hinten auch noch. Einer. Sind hier noch? Oh Gott. Definitiv zu viele Gegner. So. Ich möchte aber da unten rein. Denn, seht ihr das? Genau. Komm, bitte stirb nicht du. Absolut. Die ganzen Sprüche aus diesem Spiel sind alle aus irgendwelchen Filmen oder so geklaut. Dieses Hail to the King, Baby kommt zum Beispiel von Armee der Finsternis. Der berühmte Spruch, wie war's? I'm here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of gum kommt aus dem Film They Live. Ja, also wer gerne solche alten Filme ansieht, wird da seine hellste Laune dran haben. So, jetzt könnten wir auch hier raus. Schauen wir mal hier weiter. Was? Ah, Silence, Discipline, Remorse. Das war ein kniffliger Abschnitt. Hoffentlich sterbe ich hier jetzt nicht. Oh Gott. Und wo ist der dritte? Da. Na? Oh Gott. Nehmen wir mal die kleine Waffe. Hier, bisschen böse hier. Der Mönch hat sich erhängt. Er hält es hier nicht mehr aus. Wir möchten... Wie ging das? Hä? Wo ist denn noch wer? Hallo? Na, wo kommst du denn her? Hm. Ah. Was habe ich jetzt gemacht? Ah. Oh, das nochmal bitte. Runter mit dir. Nicht? Ach, Schande. Was habe ich jetzt? Ach, ich habe mein Atomic Health. Ah, warte. Ach, ich habe kein Jetpack mehr. Das ist jetzt schade. Hm. Irgendwie ging doch da noch was. Oder habe ich da was übersehen? War doch mal was. Hm, okay. Dann nicht. Da komme ich dann wohl leider nicht mehr hoch. Das ist sehr schade. Gehen wir mal weiter. Da wartet natürlich wieder ein Schwein. Wie sie sich alle verbarrikadiert haben. So, da oben. Komm runter. Wenn ihr das nicht gesehen habt, hier war der Schatten zu sehen. Also an den habe ich mich auch nicht mehr erinnert. Gehen wir mal zurück, ob wir noch vielleicht Lebensenergie abgreifen können. Offenbar nicht. Das ist tragisch. Was haben wir denn hier? Ah, hier, jetzt kann ich euch das zeigen. Ah, hier war noch ein Secret. Gleich. Ah, Lebensenergie. Da könnten wir auch weiter.
Aber wir brauchen jetzt erstmal Leben. Ja, wir haben 10 Leben bekommen, indem wir auf Toilette gegangen sind. Dann schaue ich mal, was uns hier erwartet. Secret Place, Ammo for RPG. Sehr fein. Ich glaube, hier komme ich später nochmal raus. Das war nicht mehr so schlimm. Beziehungsweise, das wäre eine Abkürzung, aber ich möchte das ganze Level erleben. Was war das denn? Hi. Einer? Hä? Oh Gott. So. Chain Gun Cannon. Ich möchte hier hoch, aber ich speichere. Denn... Genau. Deswegen. Ich lade. So, und das Ganze nochmal. Ich möchte dieses Atomic Health. Einmal. Habe ich gesehen. So. Ich habe immer... Ich erkenne es nie so richtig, aber ich glaube, das sind mutierte Hunde, oder? Nein, jetzt erstmal nicht. Blaue Keycard. Security. Ja, schade, wir sehen leider nur das. Wieder zurück. Ich höre Schweine. Na gut. Dann eben nicht. So, nachdem wir den Abschnitt haben, speichere ich noch. Nein, nicht laden. Speichere ich nochmal. Das möchte ich nicht nochmal machen. Und hoch, da ist ein Schwein. So, blaue Keycard. Ich mag einfach dieses System so sehr. So, da runter. Das sind diese Trip Mines. Die in Duke Nukem Forever irgendwie nicht sonderlich viel Sinn gemacht haben. Was? Da warten jede Menge Gegner auf uns normalerweise. Zellenblöcke, wir können hier links und rechts in Zellenblöcke. Da müssen wir rein. Das ist aber mega gefährlich, da reinzugehen. Ach, machen wir es einfach mal. Hab ja gespeichert. So, und jetzt ganz vorsichtig. Warten. Gut. Ich möchte hier wieder raus. Das geht? Ja, das geht. Das passt soweit. Ja, ich speichere sehr oft. Ich bin das in Ego-Shootern so gewohnt. Ich hoffe... Das stört euch nicht allzu sehr, ne? Was geht denn hier ab? Kleine Privatparty. Was mit? Sind hier auch noch welche? Einmal, zweimal. Boots, jetzt haben wir Protective Boots. Jetzt können wir über irgendwelche ungesunden Untergründe gehen, ohne dass wir beschädigt werden. Hier könnten wir auch noch Sachen abgreifen, das machen wir aber erst später. Wenn überhaupt. Und das zerreißen wir natürlich. Ah, ist das cool, wenn wir hier so viel in die Luft springen können. Hier, ich glaube, das war das, wo wir rauskommen. Ich sehe gerade wieder nichts. Oh ja, da waren wir ja, ne? Das wäre diese Abkürzung gewesen. Komm raus hier. Da sind noch jede Menge Gegner. Einmal. Ja. Wir haben jetzt also eine gelbe Keycard. Wissen aber noch nicht, wo wir hin müssen. Dachte, da ist noch einer. Hoppe. Da waren wir, glaube ich, gerade. Oder? Nein, da waren wir noch nicht. Schauen wir mal, was hier die Kameras dazu sagen. Dahinter warten also einige Gegner. Und... Ach komm, das machen wir noch schnell. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hier ist keiner mehr. Okay. Was haben wir denn hier noch so alles? Ah, ja, da waren wir. Ah, wir können also hier nach draußen und vielleicht einige Sachen finden. Ein Hologramm von irgendeinem sehr hässlichen Etwas. Die Kirche von gerade. Nichts sonderlich Interessantes sonst. Dann sage ich einfach mal... Ich werde den Teil hier beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann, Leute, tschüss, bis dann.